Servus und willkommen zu Marv zockt Minecraft. Wie ihr seht, wir haben schon wieder ein neues Texturpaket, aber mit dem bin ich jetzt eigentlich im Moment schon echt zufrieden. Das sieht schon echt gut aus. Das ist das Canecraft 128 Pixel. Ich laufe einfach mal ein bisschen rum und zeige euch das mal. Das ist ein sehr Cell-Shading-Look behaftetes Texturpaket, also Cell-Shading im Sinne von Comic-Grafik, genau, das ist der richtige Wortlaut dafür. Und da gab es schon mal ein anderes, vielleicht kennt ihr das, Bordercraft. Das sah auch sehr ähnlich aus, aber der Canecraft hat halt auch so eins gemacht. Bordercraft funktioniert im Moment nicht. Aber dafür haben wir jetzt Canecraft. Die Mobs und die Rüstung und Waffen und all solche Sachen müssen noch überarbeitet werden. Also da hat er schon neue Waffen drin. Neues Aussehen für die Sachen, das ist schon ganz cool. Aber die Figur zum Beispiel hat noch keine neue Rüstung an. Die Tiere sehen noch alle gleich aus. Ich glaube, die Mobs, die Gegner sehen auch alle gleich aus. Das kommt sicherlich noch. So, und ich habe noch einen weiteren Mod. Race Minimap, das wisst ihr ja eh. In der neuen Version 3.0 gibt es jetzt so einen Punkt, wo man den markiert hat. Der wird halt eingeblendet, damit man dann sieht, wo das gewesen ist. Wenn es zu sehr stört, mache ich es aus. Ich schaue es mir einfach mal ein Weilchen an. Und dann habt ihr mir den... Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Wasser irgendwas realistisch Mod vorgeschlagen. Und so sieht das Wasser jetzt halt sehr realistisch aus, auch in Minecraft. Man kann sich sogar drin spiegeln. Vielleicht kann ich das mal hier hinten irgendwie so zeigen, wo es ein bisschen besser aussieht. Was ist das? Irgendwelche Fliegen bei den Pilzen. Mhm. Ja, hier sieht man das auch schön. Man kann schön durchgucken. Man kann vor allem auch, das ist jetzt sehr schön für weitere Aufnahmen, wenn man taucht, das werdet ihr gleich sehen, man hat unter Wasser auch sehr gute Sicht. Umso weiter man runterkommt, umso dunkler wird die Sicht, aber jetzt so am Anfang, weiter oben ist es kein Problem. Finde ich ganz schön, lasse ich jetzt erstmal so weit drin. Wenn noch weitere Mods kommen, sage ich noch was dazu. Was im Moment hier leider bei mir so ein bisschen auffällt, die... Grasblöcke sind an der Seite meistens immer so ein bisschen grau. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, dass die jetzt so grau sind. Das liegt nun nicht am Texturpaket, das habe ich auch mit anderen Texturpacks. Vielleicht sollte ich einfach mal meinen Minecraft neu installieren, dann geht das vielleicht. Das werde ich einfach mal probieren in einer der nächsten Aufnahmen, in der Hoffnung, dass ich damit mir dann nicht meine schöne aktuelle Aufnahme zerstöre. Ist natürlich ärgerlich, wenn wir jetzt hier alles gemacht haben und dann irgendwo von Null anfangen müssen. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt werden wir uns einfach mal schnell ein Steak reinhauen. So, lecker, lecker. Tun wir vielleicht nochmal... Ist das jetzt eigentlich schon fertig? Schauen wir mal. Das war ein fertiges Steak. Sehr gut. Nicht, dass ich jetzt hier rohe Steaks esse. So, und dann wollen wir hier... mal was reintun. Die Glasscheiben... Unser Inventar ist schon wieder wahnsinnig voll. Vielleicht bauen wir uns einfach noch eine weitere Truhe. Dann können wir das nämlich auch alles besser verstauen. So, zack, zack. Links, rechts. Und den ganzen Pflasterstein rein. Cobblestone, die Treppen. Schnur. Das faule Fleisch. Schießpulver. Dreck. Redstone. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Den Weizen vielleicht noch, das Glas. So, wir haben letztes Mal einige Erkundungstouren gemacht, so Dungeon-mäßig. Oh, das ist aber schade. Seht ihr das? Da sind Grafikfehler an den Waffen. Das ist natürlich blöd. Da haben wir jetzt irgendwie so Pixelfehler. Naja. Ich hoffe einfach auf die nächste Version von diesem Pack, weil das gefällt mir echt gut. Vielleicht sieht es dann einfach wieder... besser oder anders aus. Dann geht das auch wieder. Vielleicht sollte ich einfach so lange wieder auf ein anderes Pack wechseln. Aber, also, mich stört's eigentlich nicht. Nicht so richtig, ja, vielleicht ein bisschen. Aber nicht ganz so schlimm. Also, es geht schon irgendwie. Vielmehr stören mich diese grauen Seiten, wo es eigentlich Erde sein müsste. Weil manche Sachen sind Erde und manche Sachen sind grau. Vielleicht liegt das auch an dem Seed, auf dem ich spiele. Aber auf der Multiplayer-Map hatte ich das eigentlich auch. Also das ist nicht ganz so schön. So, wir werden hier noch ein bisschen Gras mähen, Rasen mähen. Damit wir hier noch ein paar
Weizensamen bekommen, damit wir vielleicht noch ein bisschen was anpflanzen können. Aber so wahnsinnig erfolgreich sind wir damit jetzt nicht. Okay, wir haben das Haus jetzt fertig. Die Farm wird jetzt immer mehr zu einer Farm. Dauert immer noch ein bisschen, bis das dann alles sich komplett umsetzen lässt. Vielleicht werde ich einfach mal die beiden, die ich jetzt gerade gefunden habe, wieder einpflanzen. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Warum weiß ich das nicht mehr? Nicht gut. Wir werden jetzt einfach ein bisschen Holz sammeln gehen. Haben wir noch ein bisschen was? Wir haben noch ein bisschen was. Dann werden wir jetzt hier direkt am Haus... Oh, das ist eine gute Idee. Direkt am Haus werden wir jetzt hier eine Mühle bauen. Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Mühle. Oh, mal schauen, wie wir das am besten machen. Habe ich eine Schaufel dabei? Ja, habe ich. Wenn wir mal hier den Berg abtragen. Wir brauchen nämlich Platz. Aha. Ja, so viel zum Thema Schaufel. Holen wir uns schnell eine neue. Jetzt habe ich die ersten Erdklumpen sozusagen abgehauen und schon war wieder die alte Textur dort. Also die normale Erdtextur. Vielleicht ist es einfach nur im Moment ein momentaner Bug, der sich einfach bis zur nächsten Aufnahme behebt. Schauen wir mal. So, wir planieren hier einfach mal ein bisschen die Gegend. Noch ein bisschen da, ein bisschen. Weil so eine Mühle, die braucht natürlich Platz. Das muss natürlich auch gut aussehen, wenn wir so eine hier anlegen. Kann ich einfach irgendwo auf dem Berg oben eine Mühle machen. Vielleicht so ein Feld außenrum. Das wäre eine Idee. Bauen wir die? Bauen wir die so ein bisschen aus Holz? Ein bisschen Stein vielleicht? Ja, das hört sich, glaube ich, gar nicht verkehrt an. Oben schön mit solchen Segeln, solchen Mühlen. Wie heißen die denn? Mühlenräder? Nee. Diese Flügel. Wie heißen die Flügel einer Mühle? Wisst ihr das? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich es auch. So viel sozusagen für die zukünftigen Aufnahmen. So, jetzt sind wir hier gleich fertig. Sind wir gleich unten raus? Nee. Machen wir noch alles schnell weg. Es wird gerade dunkel, vielleicht sollte ich mich gleich mal schlafen legen. Weil sonst kommen vielleicht nämlich ein paar Mobs. Das wäre nicht ganz so schön. So. Die erste Schaufel ist kaputt. Nee, das ist nur das Schwein, das da Geräusche macht. Noch droht keine Gefahr. Noch ist kein Creeper da, der uns bei unseren Umbaumaßnahmen stört. Ich hoffe natürlich auch, dass der Kane, wenn er sein Pack updatet, auch vielleicht den Himmel so ein bisschen neu macht, den Mond. Wäre natürlich super, wenn es da so ein Komplettpaket gibt. Das Specs-Pack, was ich vorher verwendet hatte im Multiplayer, das ist ja auch sehr gut angekommen. Das werde ich sicherlich auch wiederverwenden. In einer anderen Aufnahme. Vielleicht auch wieder in einem Multiplayer, weil da war das ja sehr praktisch. So, wo setze ich die denn hin? Hier so direkt ans Feld vielleicht? Ja. So, jetzt mal schnell grübeln. Wir machen die... Wir werden hier einfach mal... auf den Boden ein bisschen... Holz verlegen. Um mal so die Abmessungen der Mühle festzulegen. So. Und da wieder vor. So, das sollte groß genug sein für eine Mühle, finde ich. Muss ja nicht so ein Riesending werden. So, hier ein bisschen Holz hin. Zack, zack, zack. Man baut so eine Mühle natürlich nicht jeden Tag. Oh, 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 Spider-Mühle! Komm her! Na, kein Problem. Noch können wir weiterbauen. Noch sind keine Creeper da, die sonst irgendwas kaputt gesprengt haben. Noch ist es kein Problem. So, aber vielleicht reicht auch einfach der innere Kreis. Mach ich einfach nochmal hier. Vielleicht, dass man da einfach dann hochgeht. Absichtlich mal so, dass das da ein bisschen weniger ist. So, jetzt geht uns natürlich das Holz aus.
dann werden wir einfach jetzt mit Pflasterstein weiterbauen. Na, wir gehen vielleicht erstmal schlafen. So, die Creeper da hinten sind mir nicht ganz geheuer. So sieht das neue Bett aus. Auch sehr schön, finde ich. Oh, wir haben die Tür offen gelassen. Nicht, dass da einer reinkommt. Wollen wir nicht hoffen. Nö, kein Problem. Ach, da draußen brennt die Nachbarschaft. Und unser kleiner Bonsai wächst und gedeiht. So. Den Creeper schnappen wir uns mal, damit er uns keinen Ärger macht. Na? So. Kein Problem. Den haben wir erledigt. Und du? Hm? Nee. Die macht uns keine Probleme. Jetzt wollte ich eigentlich den Kobbel mitnehmen, habe ich natürlich vergessen. Den hole ich nochmal schnell. So. Wie macht man das am besten? Ganz plötzlich braucht man viel kreative Energie, um so eine Mühle zu bauen. Das ist ja natürlich nicht verkehrt. Sollte jeder natürlich haben, jeder Minecrafter. Kreative Energie. Es gibt sicherlich auch die ein oder andere schöne Vorlage im Internet. Aber ich baue einfach mal so, wie ich gerade lustig bin. Habt ihr schon eine Mühle gebaut für eure Farm? Also so das typische Farmfeld und so, das bauen ja die meisten. Aber so richtig eine Mühle zur Farm, so bauernhofmäßig. Müsst ihr mir mal zeigen. Vielleicht einfach unten in die Kommentare dann eure Bilder posten. Dann kann ich mir die auch mal anschauen. Und die vielleicht ähnlich bauen. Weil das wird ja schon gut. Das ist nur eine Frage des Designs. So. Also der Cobblestone, der gefällt mir richtig gut. Der sieht, optisch spricht er mich richtig an. Bin ich ganz froh, so einen zu haben. Was ist das denn? Holzhacke. Nee, ich will eigentlich mit der Spitzhacke hier die Dinger kaputt hauen. So. Oder geht man direkt von vorne rein? Nee. In so eine Mühle geht man am besten von der Seite rein, ne? So, dann mache ich hier nämlich wieder zu. Und dann kommt hier so ein Treppenaufgang hin. So. Dass man da nicht runterfällt. Kann man da einfach hoch. So, Treppe. Treppe habe ich nicht dabei. Ich glaube, ich habe aber noch eine in der Kiste. Die holen wir uns nochmal schnell. Doch nicht. Da baue ich schnell eine. Kein Problem. Ja, Holz müssen wir auch noch sammeln für die Mühle. Sonst wirkt das irgendwie nicht so wahnsinnig gut. Soll ich mich gleich mal auf den Weg machen? Bisschen Holz farmen. Stehst da irgendwie im Weg, Spinni? So. Dann werden wir hier noch einen höher gehen. Vielleicht wieder so einen Zwischenboden einziehen. Da kommt einer hin. Da müssen wir natürlich irgendwie auch nach oben zu den Mühlenblättern letztendlich, den Mühlenflügeln hinkommen, damit wir da theoretische Wartungsarbeiten machen könnten. Wir müssen erstmal überhaupt Zeug sammeln, damit wir diese Flügel herstellen können. Das ist alles nicht so leicht hier. In Minecraft eine Mühle zu bauen. So, zack. Haben wir den ersten Stock theoretisch. Den machen wir vielleicht noch einen höher. Dann einfach mal fest. Und zwischendurch werden wir dann einfach wieder Holz reinziehen. Und schauen einfach mal hinterher, wie es dann aussieht. Wenn es uns nicht gefällt, dann kann man es ja immer noch ändern. So. Und hier. Irgendwo muss ich auch noch Platz für eine Leiter machen. Kann man auch hinterher machen. So, jetzt gehe ich mal wieder runter. Komme ich am besten runter? Da. Kein Problem. So, kommt man hier rein. Und geht hier hoch, nach oben. Dann geht es da raus. Und hier können wir dann Kisten reintun. Dass man eine Mühle wird, sieht ja im Moment überhaupt nicht danach aus.
Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass wir zu wenig Holz haben. Ich gehe nochmal in den Sumpf, bisschen Holz fällen. Holz fällen, Bäume fällen. Damit wir unsere Mühle auf jeden Fall besser gestalten können. Ob das so gut ist, sich hier alles abrode, weiß ich nicht. Aber den Platz kann man sicherlich später auch für andere schöne Bauobjekte brauchen. Oh, ach, hier sieht man schön das Wasser. Da ist, glaube ich, ein Ei. Schwimmen wir mal hin. Ja, das sammeln wir uns doch gleich ein, nehmen wir mit. Da ist noch eins. So. Und noch eins. Hey, ist es Ostern oder was? Überall liegen Eier rum. Ein bisschen Holz mitnehmen. So. Den nehmen wir auch. Brauche ich da eigentlich so eine Möglichkeit, schneller das ganze Holz irgendwie abzubauen? Vielleicht so eine Diamanten-Axt oder so? Oder vielleicht eine Eisenaxt wird schon reichen? Wobei diese Farmarbeiten mit dem Holz, die macht man ja nicht immer. Die macht man ja immer nur gelegentlich. Ist auch ganz gut. Bin kein so allzu großer Freund vom Farmen. Gehört natürlich dazu. Weil ohne Rohstoff, ne, funktioniert es einfach nicht. Aber das sollte ja hier nicht das Problem sein. Vielleicht sollten wir auch einfach mal den einen oder anderen neuen Baum setzen. Damit wir jetzt hier nicht alles kaputt hauen. Und dann am Ende dann irgendwie ohne Bäume dastehen. Einfach mal auf die alten Positionen setze ich da einfach einen hin. Dann sieht es auch so aus, als ob da immer einer gewesen ist. Und wenn das dann von oben alles runtergeregnet hat, dann wächst er dann auch nach. Das dauert dann halt nur ein bisschen. So. Im Hintergrund dudelt ganz gemütlich Minecraft-Musik. So, da oben ist auch noch was. Diese Farm wird sicherlich interessant. Also da kann man einiges draus machen. Wir brauchen auch noch einen Stall für die ganzen Tiere, die hier so rumlaufen. Die können wir nicht einfach so frei sozusagen laufen lassen. Die kann man ja auch wieder einfangen und dann irgendwie richtig bauernhofmäßig irgendwie unterbringen. Damit die jetzt hier nicht so völlig in der Wildnis rumstreifen und uns dann irgendwie letztendlich die ganzen Felder auffressen oder zertreten. Ich habe in einem Vorschauvideo von Minecraft gesehen, dass in einem der nächsten nächsten Release-Versionen man mittlerweile auf Feldern laufen kann, ohne schleichen zu müssen. Das ist ganz schön. Und wenn man dann springt, dann zertritt man die Felder halt gleich. Natürlich nicht so schön, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um da besser rüberzukommen. Und wenn man dann drauf rumspringt, dann wird das Feld automatisch gecancelt, sozusagen. Dann ist wieder die normale Erde da. Das ist auch ein schönes Feature, das die dann einbauen. Da freue ich mich schon drauf. Ich selber habe die Versionen noch nicht zum Runterladen gefunden. Die neuen. Ich glaube, die postet der Jeb von Minecraft immer irgendwie bei sich bei Twitter oder sowas. Oha, so viele Setzlinge hier. Nebeneinander bringt das nichts. Die nehmen wir auch noch mit. Wir wollen ja hier nicht irgendwie alles abholzen und dann einfach nichts wieder hinstellen. Nachher haben wir mehr Wald als vorher. Ist auch gut. Wir brauchen sicherlich noch mehr Holz. So. Da tun wir auch noch einen hin. So, wie viel haben wir jetzt? 64 Holz. Das sollte reichen. Zu fahren. Also mit der Mühle bin ich wirklich nicht zufrieden. So. Dann wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen vielleicht den Dreck hier lassen, dass wir nicht so viel mit uns rumschleppen. Die Eier auch, die Pilze auch. Fleisch brauchen wir, Schießpulver brauchen wir nicht. So, dann werden wir unser Holz umwandeln. Vielleicht noch gleich eine Kiste mitnehmen und eine Werkbank. So, jetzt muss ich das erstmal so. Dann habe ich auch die Werkbank.
Und einen Ofen brauchen wir im Moment, glaube ich, noch nicht in der Mühle. Haben wir das Wichtigste schon mal da? Zack, zack, dich machen wir gleich zu hier. So. Also designtechnisch muss ich mir da wirklich noch einiges überlegen, weil im Moment gefällt es mir nicht. Optisch. So, dann werden wir mal schauen, wie wir die Mühle jetzt am besten aufbauen können.